Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum nächsten NA-Abenteuer. Do Q mit No Way. Oh, wait. No Do Q mit No Way. Wir sind beide um 2 Uhr nachts pennen gegangen, beziehungsweise um 2:30 Uhr. Haben uns einen Wecker auf 3:30 Uhr gestellt. Meinten, da geht's los. Jetzt bin ich aufgewacht, hab mich aus dem Bett gequält, an den PC gesetzt. Kein No Way. 10 Minuten gewartet, nichts passiert. Was will man machen? Jetzt muss ich natürlich, jetzt muss ich natürlich alleine spielen. Das heißt, ich habe jetzt auch den Stream angeschmissen. Das heißt, was ihr jetzt hier seht, ist quasi Stream und Aufnahme. Ich hoffe, das packt der Laptop, aber da bin ich jetzt zuversichtlich. Wir müssen auch noch gegen Zed ran. Als wäre ist nicht schon hart genug. Müssen wir auch noch gegen Zed spielen. Wir dachten, wir spielen gegen Xerath. Aber da haben wir die Rechnung ohne die Senna Xerath Botlane gemacht. Ganz schwierige Kiste für mich gerade. Also wirklich, ich muss sagen, also wirklich, nachts einzuschlafen, mit dem Wissen in 1,5 Stunden wieder aufzuwachen, ist schwierig. Ist ganz, ganz schwierig. Ja. Für alle im Stream, wir haben hier einen natürlichen Delay, was daran liegt, dass wenn ich von NA nach NA streame, weil ich irgendwie hier in Nevada bin, hat man natürlich einen Delay von 1 Minute. Not kidding you. Also ich habe kein Delay eingestellt, aber 1 Minute ist der Delay. Das ist echt crazy. Ich wusste gar nicht, dass das so ist. Ich finde das auch an sich gar nicht so gut. Also wenn ich hier Streamer wäre, finde ich das schon eher störend, muss ich sagen. Weil quasi bis bei euch was passiert, da vergeht ja immer so ein bisschen Zeit jetzt, ne? Ja, Zed ist natürlich jetzt ein sehr, sehr stressiges Matchup, ne? Also das, wir haben natürlich die Option für Sonnes zu gehen und wir werden diese Option auch nehmen. Och, Gott sei Dank, ist der garantiert noch genauso müde wie ich hier, der Kollege. Kommt wahrscheinlich gerade von der Nachtschicht. Wahrscheinlich Part-Time Uber-Driver. Ist nämlich so ein bisschen der Wipe hier. Ja, Lasteten braucht er auch nicht. Schön, schön, gefällt mir. So, jetzt habe ich natürlich auch nie aufgepasst, wo die Elise angefangen hat. Wir wissen leider auch noch nicht, ob wir hier gegen Animals spielen oder gegen Spieler. Die letzten Runden mit No Way. Ah ja, there we go. Natürlich, gönn dir, Pudi. Ja, komm. Oh mein Gott. Da habe ich ja hart geintet. Ach, ich habe Black Sheet ab. Oh, das war so bad. Da darf ich ja niemals sterben. Oh, das wird schwer. Da habe ich jetzt schon kein gutes Gefühl bei, Jungs. Ja, das darf mir natürlich nicht passieren. Ich wollte den baiten, den Zed. Aber ich habe mich selber mit der Channel Time vom Q gebaitet. Scheiße. Ah, jetzt ist das Matchup auch noch over. Fucking hell. Fuck. Ja, I'm actually doomed, right? Es ist so schwer jetzt auch einzuschätzen. Na gut, ich meine, wir haben Shaco, der Power Farm. It's maybe fine. Oh, fuck. Jetzt müssen wir also... Jetzt müssen wir uns also auf die Mighty NA Teammates verlassen. Aktuell stehen wir übrigens 16-1. Nur so als Zwischenstand, weil ich ja nicht weiß, wie ausführlich ich das auch reinschreiben werde, immer in die Post. Boah, so lächerlich, ne? Ich sehe die Morgana, ich skille Black Shield, ich mache quasi alles richtig. Overstay dann ein bisschen, was auch richtig ist, weil ich der Morgana da extrem viel Zeit koste in dem Moment. Und dann inte ich. Völlig sinnlos. Sehr anstrengend, ja. Finde ich mich leider selber in dem Moment dann doch sehr anstrengend. Wir müssen auf jeden Fall jetzt den Finger die ganze Zeit auf Alt-E haben, weil scheinbar haben wir den Reaction-Time. Da haben wir natürlich auch den 60er-Ping, ne? Den darf man nicht völlig vergessen, aber den will ich jetzt hier auch gar nicht mehr als Ausrede anführen, weil langsam gewöhnt man sich an den Scheiß. Ich gebe auf jeden Fall Follow-Up. Botlane, kenne ich gar nichts. Aber nur, weil ich es kann. Sieht aber nach einem Double aus, ne? Sieht dann Triple aus, if you ask me. There we go.
The Roaming Morgana. Level 4. Man kennt's. Man kennt es. Die NA, die hat mich. NA Soloque hat mich jetzt schon geprägt, ne? Bin ich ganz ehrlich. Auf Level 4 wäre ich sonst nicht geroamt. Aber hier. Bruder, willst du mit dem Helikopter vielleicht in meinem Wohnzimmer parken? Ist da das Ziel der Veranstaltung? Heute gucken wir uns NA in Las Vegas an. Aus dem Wohnzimmer auf ein LPG Just Johnny. Schwierig für mich. Was haben wir denn hier? Boah, nee. Flaplegin. Bitte heute nur Subs von leichten Namen. Bitte immer nur ein Vokal. Nee, warte mal. Immer mehrere Vokale. Gerne A. Also immer gut. Boah, ich schwöre dir, Zed. Lass mich in Frieden. Danke. Ei. Jetzt ist Noah wach oder was? Das ist jetzt wohl nicht sein Ernst. Schreibt er mir auf WhatsApp, wie sieht's aus? Scheiße sieht's aus, ne? Oh, Gott sei Dank war der Set nicht oben, ne? Der Schacko, der weiß, wie das Spiel geht. Schön einfach in die Botlane reinfahren, bis die keinen Bock mehr haben. Bin ich so ein Fan von der Taktik. Really? So gut. Es ist natürlich die Frage, will er mich all-in? Ich würde sagen, ja. Aber er wird mich nicht blind all-in, sondern er wird mir erstmal ein Double Shadow drücken. Da ist der Double Shadow. Dann misse ich alles. Dann ultet er mich. Und dann killt er mich. Dann habe ich 2 Sekunden auf Flash. Wenn ich den Snare da nicht vorher sinnlos misse, dann habe ich den da, ne? Actually immer noch playable, das Matchup. Das ist schon deeply impressive, ne? Da kann man sich nicht beschweren. Apropos playable. Das sieht sehr unangenehm aus, was da passiert. This beat hit hard. Ne, der macht den Zed. Das ist kein Beat. Aber der hittet auf jeden Fall hart. Der hittet so hart. Ah, das ist eine ganz schwierige Kiste. Ich glaube, man gewinnt das Spiel nur über Botlane. Fucking hell. Ich meine, ich kann den Zed lesen wie ein Buu. Ich sehe die Buchstaben. Ist ja leider nicht die Sprache, die ich spreche, ne? Schwierig. Ihr seid ein Buch mit ganz vielen Hydro. Ach du! Boah. Naja, also ist aber auch kein Champion, wo ich jetzt unbedingt finde, dass Riot den designen musste, ne? Boah, jetzt muss ich auch noch gegen. Boah. Ganz belastend. Ganz belastend. Jetzt respektiert er mich auf einmal. Oh. Nee, jetzt darf die Botlane aber nicht inten. Ah, egal. Ich gehe einfach mit dem Shaco. Oh, shit. I'm dead. Hätte ich jetzt oben doch durchgehen können. Oh, ich verstehe dieses Spiel nicht. So komplex.
Oh, wow. Das wird immer komplexer. Ah. Wie konnte denn jetzt eigentlich schon wieder flashen? War das ein Dash? War wahrscheinlich eher ein Dash, ne? Da. Habe ich die Garenoid auf jeden Fall ins Face bekommen? Wunderschön. Ganz wichtig auch für meinen Seelenfrieden, dass die Botlane da jetzt nicht weiter hintet. Ah. 4 Uhr nachts aufstehen ist jetzt auch nicht so mein Hobby. Ja, wir wollen ja den Flieger kriegen, ne? Oh, yes, baby! Danke dir, Monoprana. Langes CR, 34 Monate. Holy shit. Wirklich lang. Ich probiere mal den Bait. Scheint nicht so auf Bait zu stehen, der Junge. Boah. Es wird besser, es wird besser. Ich werde wacher. Das Problem ist halt wirklich, das Early Game, das klatscht natürlich, wenn du so runterrennst gegen den Set, das klatscht schon doppelt, ne? Das macht halt auch True Damage in deiner Seele. Das hat natürlich jetzt an sich kein Champion, der True Damage macht, aber ihr versteht die Metapher. Kann ich hier die Krabbe machen? Ist das legal? Nee, ist es nicht. Aber ich kann den Shaco dabei helfen. Nee. Hudi! Scheint gerade nicht im Angebot. Ah, jetzt habe ich natürlich kein Sonias und der Traktar ab. Das ist jetzt ausgangslagenmäßig eher schwierig bis sehr schwierig. Wenn ich da gut bin. Oh Gott, diese neuen Effekte, ne? Botlane hat ein Double. Toplane ist der Garen auf jeden Fall mindestens mal. Blöd. Ja, komm. Komm doch rüber. War da jetzt noch wer drin? Oder habe ich mir das eingebildet? Habe ich mir wohl eingebildet. Weißt du nicht, dass da ein Set ist? Das ist nämlich wahrscheinlich eher nicht der Play, den man jetzt macht. Ja, da hätte ich wahrscheinlich die Morgana, die Elise auch noch kennen können. Puh. Schwierig. Ah, die können mich facediven, ne? Aber das sollen sie erstmal machen. Ja, gut. Oh, yes, baby! Woohoo, yes! Bitch. ich hab den Cocoon nicht mal gesehen, der mich getroffen hat, ne? Let's be honest. Puh. Schwierig. Aber ich sag mal, wenn Noe gleich dabei ist, da bin ich schon mal warm. Still a memory, vielen lieben Dank. 7 Monate schon, das ist sehr freundlich. Da muss man auch erstmal 7 Monate mit mir klarkommen, ne? Da bin ich ganz ehrlich. Oh, ich zitter ein bisschen wie Espenlaub, ne? Ich weiß noch nicht, wie warm ich mich heute anziehen muss. Ich will auch keinen Schock im Flieger kriegen. Ich habe halt auch noch 2 Red Bull. Freddy zum Beispiel hat 5. Das heißt, ich muss mir die relativ klug einteilen, glaube ich. Jetzt würde ich prinzipiell super gerne den Blue Buff nehmen. Jetzt würde ich aber prinzipiell don't lose it. Ich bei Shaco spielen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber bei mir, ich wurde von Darkwing Jax und Kotlik Drake erzogen. Wenn Shaco Spieler mir sagt und Schuck, wenn der mir sagt don't lose it, dann verstehe ich don't lose it oder ich renne nicht runter, Bruder. Und zwar da drin, was er Justin Bolt macht, als da drin, was man jetzt. Wo kommst du denn her? Yes. Reden wir nicht drüber, ne? Still in Memory. Achso, du hattest schon Punkt Bengu. Okay. Das sind einfach Namen, ne? Das meine ich mit den Vokalen. Ja.
Ich habe noch kein Cocoon gespacedet. Da brauchst du übrigens dann auch gar keine Mogena spielen. Aber brauchst du auch sonst eigentlich eher weniger, um ganz ehrlich zu sein. Schwierig. Die ganze Ausgangslage. Oh, yes, baby. Yes. Chaosprinz, vielen lieben Dank. Oh, what? Clint caught me off guard. Frustrierend. Habe ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Ah gut, hätte ich jetzt aber durchaus mit rechnen können. Ne? Der Laptop besitzt eine Tab-Taste. Da steht nicht direkt drin bei den Sachen, die man hat, wenn man einen Laptop kauft. Aber für mich ist das doch immer schon mal ein Kaufmerkmal. So eine Tab-Taste, die ist schon relativ wichtig für mich. Oh yes, baby! Benutzen dann yes. Allerdings auch eher wieder weniger. Was passiert hier? Murrow, vielen lieben Dank für den ganzen Subs. Vielen lieben Dank. Sehr freundlich. Hab überhaupt nicht das Gefühl, das gerade gameplay-wise zu rechtfertigen. Aber da spielt ja... Ne? Jetzt ist die Problematik... Ich habe mit Freddy schon darüber geredet. Wir inten sehr, sehr asynchron. Ne? Normalerweise ist es quasi so, wenn einer von uns schlecht spielt, spielt der andere gut. Jetzt ist Freddy nicht in meinem Game und ich spiele jetzt wirklich gar nicht gut. Ja, der Gangplank wird übrigens den ganzen Tag gedived, ne? Die arme Socke. I'm okay. I'm not sure about this. Wie okay er wirklich ist. Ah. Jetzt habe ich natürlich wieder gar nicht auf die Minimap geguckt. Aber will ich auch nicht. Weil da oben passieren doofe Dinge. Oh Lord. Have mercy on my fucking soul. Boah, Botlaner, die danach erstmal den Enemy Toplaner pingt, der den eigenen Toplaner pingt, der 700 Mal gedived wurde, finde ich persönlich belastend. Treadstone, vielen lieben Dank für deinen Sub, sehr freundlich, genauso wie Whitecore. Jetzt ist natürlich die Kernproblematik, dass ich nicht glaube, dass ich einen Garen kille. Also zumindest nicht in diesem Leben. Zumindest nicht auf diesen Champion. Ist das ein Soulseater-Game? Ist das ein Comeback-Soulseater-Game? Ich weiß auch gar nicht. Ist das ein Game? Wie, danke für was? Ist bei dir und Freddy wieder alles im Lot? Naja, der hat mich jetzt heute natürlich auch quasi das zweite Mal betrayed. Oh shit. Das ist natürlich die Grundproblematik auch, dass das nicht der beste Jump von Chaco war. Ja. Ja, nee. Space Sheet ist optional hier. Oh oh. Ja. Okay, jetzt muss mir aber einer erklären, warum ich panische Angst vor Garen in dem Fight hatte und am Ende realisiere, dass der Lümmel Toplane ist. Der hat sich ja nicht hochgeportet, oder? Das heißt, ich habe die ganze Zeit einen Gegner respektiert, der nicht da war. Um dann gegen den Gegner zu sterben, der da war. Fühle mich, als hätte ich mich in Zug gefahren und wäre dann mal umgedreht. Ja, it's my wipe, man. That's my jam. Also, ich habe noch kein Blacksheet auf mich selber gemacht. Jetzt kann man den 70er-Ping da natürlich rannehmen, ne? Aber ich glaube,
Mein Brain hat gerade die guten 400er. Was hat er denn gemacht? Whitehall, jetzt muss ich ja. White. Oh. Danke für. Danke für. Ah, ich weiß auch nicht genau. Hat Johnny gestern noch was zu essen bei Nowhere bekommen? Nee. Nee, nee, nee. Ich bin dann tatsächlich selbst losgetigert. Die 20 Minuten. Und hab mir was zu essen geholt, ne? Da kenne ich auch gar nichts. Also zumindest kenne ich da kein Essen. Bei Essen hört der Spaß bei mir auch auf. Das ist wie mit einem Blue Buff. Wenn Freddy dreimal einen Blue Buff nimmt, dann bin ich auch weg. Gut, in dem Game jetzt per se nicht. In dem Game könnte jeder hier jeden Blue Buff... Oh, Shaco ist auf jeden Fall Giga-Deep. Der ist aber auch Giga-gut, der Shaco. Riesenfan von dem Shaco. Komplett am Smurfen. Natürlich die Frage. Wann kümmern wir uns... Ja, ja, komm. Set. Deine kleinen Jump-Anlagen kannst du dir ja eigentlich sparen, ne? Oh, shit. Wichtig. Habt ihr den überragenden Damage gesehen? Den ich da gegen den Garen raushaue. Die 4 DPS da, die waren meine. Oh mein Gott. Der dreht sich aber auch wirklich schnell. Not gonna lie. Wo ist er jetzt hin, der Xerath? Ah, jetzt hat er wieder Angst, ne? Belastend. Ich hätte wirklich Soulstealer gehen sollen, glaube ich. Das sind solche Animals. Und der Set hat mich noch nicht wieder auf den Kicker. Ja, der dreht sich leider ganz schnell, ne? Können wir leider nichts machen. Schnell drehende Menschen sind mir normalerweise eher sympathisch. Nicht dieser. Was ist jetzt bei der Jenna passiert? Die ist tot. Na gut. Kann ich hier wen campen? Ich denke eher nicht. Kann ich die One vs. tun? Scheiße. Jetzt musste ich leider auch feststellen, dass der Gangplank natürlich mit seinen gigantischen Big Brain TP ein bisschen meine Position preisgegeben hat, ne? Was jetzt nur auf den ersten Moment wie eine gute Aktion wirkt. Auf dem zweiten wirkt das wie ein harter Betray. Hat der Garen gerade die Shaco-Puppen gewone-shottet oder bilde ich mir das mittlerweile auch aktiv ein? I mean, das ist jetzt natürlich kompletter Unsinn, was der Garen macht. Hat er gemisst? Er hat gemisst. Ja. Na komm. Stirb halt langsam und qualvoll, du dummes Arschloch. Setspieler, ne? Das ist das Äquivalent zum Fußballspieler, der zu viele Kopfbälle gemacht hat. Wenn du oft genug Set spielst, verlierst du so viele Gehirnzellen, du weißt gar nicht mehr, was normal ist. Du stehst morgens auf und denkst dir, ja, ich spiele nochmal einen Champion. Aber eigentlich wissen wir doch beide, dass das nicht stimmt. Oh, shit. Schwierige Kiste. Ich verstehe Senna halt auch leider immer noch nicht, ne? Oh ja, wir vierte... Hallo, Rudi. Herr Varus. Katastrophal falsche Richtung. Wo flash ich denn hin? Ich kann euch nicht mal sagen, was das Ziel meiner Reise war.
Ich glaube, das Kernziel war wegzuflashen, damit die Elise nicht mit dem Repel auf mich gehen kann. Das Repel war nur leider schon ein paar Jahre her. Schwierig. Ja, aber ich würde sagen, das Game passt, ne? Ich meine, wir haben 140 Armor. Der hilft der Mountain natürlich auch. Wir werden hier übrigens nicht Morellos bauen. Ich glaube nicht, dass es worth ist. Sondern wir gehen für Liantris. Liantris ist auf Morgana tatsächlich gar nicht so bad. Das wiederum stört mich jetzt sehr aktiv. Das war die schlecht... Nee. Ich habe heute schon NA-Plays gesehen, die war schlimmer, ne? Sonya's ready. Oh ja, actually true. Ja, ich muss sagen, also Leute, ne? Nimmt's mir nicht übel. Aber ich gehe hier für den Dirty Win. Ich gehe hier nicht für die 1-vs-9 Carry-Performance. Ist natürlich jetzt auch schlecht für meine Morgana-Stats, weil die sind bis jetzt tatsächlich eigentlich ziemlich insane. Oh, Varus hat gerade gepinkt, dass er auf die Elise geht. Guess what? Schöne Stopwatch. Vom Set leider. Schwierige Ausgangslage. Nehme ich auf jeden Fall mal einen Save-Kill. Und nervt dann einfach nur den Kollegen Xerath. Tun wir mal so, als wäre er der Echte. Und wasten einen Black Shield. Kann er bitte wegkillen? Wenn der Set aber jetzt auch nicht prinzipiell so ein netter Zeitgenosse wäre. Der wirklich relativ oft die falsche Entscheidung trifft. Wird das hier noch deutlich schlimmer verlaufen. Ist das der Moment, wo ich den Garen kriege, weil er durch die Base escapen will? Sadly no. Ist das der Moment, wo Shackle stirbt, weil der Garen sich entscheidet, nicht durch die Base zu fliehen? Close enough. Wie hat der Garen den denn jetzt noch bekommen? Exactly. Währenddessen stirbt Varus. Ey, das ist wie so ein... Ich bin der einzige Doktor in einem richtig großen Lazarett für Braintumore. Und ich kann nicht mal einen retten. Weil die Diagnose NA ist nicht halber. Beziehungsweise der Umzug sehr teuer. Was mache ich? Boah, shit, ja. Das war leider auch 10 Zuzieler-Stacks, die ich da weggeschmissen habe. Gehen wir doch. Finishen wir doch fix Morellos? Ich habe wirklich. Übrigens verstehe ich nicht ganz, wie die Elise es geschafft hat, die Gap nochmal aufzubauen. Zu mir. Oh shit, ja. Das ist actually terrible. Ich meine, das sind 4 Mann Botlane. Für nicht einen Kill auf Garen. Und mit einem Kill auf Garen wäre es immer noch bad.
Ich meine, ich kann die Wave relativ schnell klären, aber dadurch habe ich Protoblade gewastet. Ich habe keinen Sohn-Nest-Up. Die Grundproblematik ist hoch. Aua. Da hat es irgendwie aus dem Dunkeln gescheppert. Ja. Da könnte eine Jenna durchaus ulten. Not gonna lie. Finde ich wichtig bis nötig. Oh! 30 Minuten lang hat es gedauert. Sonias! Was passiert hier jetzt? Der Garen ist richtig wild auf mich! Stirb doch! Hallo? Hallo? Werte Herrschaften! Herr Pirate! Oh. Oh. Das ist halt wirklich, also, boah, mit jedem Milli bisschen, was ich hier mehr wach werde, will ich mehr wieder schlafen. Na, das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Einfach weil, man hat halt das Gefühl, man ist nicht aufgewacht. Na. Du bist halt immer noch in so einem Albtraum gefangen und normalerweise ist es ja so, wenn du stirbst, wachst du auf im Traum. Ich bin schon 9-mal verreckt. Das ist gar nicht so einfach. In wen renne ich denn diesmal rein? Die bleiben einfach stehen. Ah, okay. Ja, gut. Nee. Sidesteps habe ich gebucht. Was geht ab bei dir, Elise? Hm? Hast noch nie eine Morgana gesehen, die auf einmal deinen Arsch versohlt? Nee? Oh, guck mal. Gib doch immer ein erstes Mal. Ja, komm, setz. Dash, dash, mash im Ass. Und um den kümmere ich mich jetzt auf eine ganz eigene Art und Weise. Indem ich ganz von hinten komme, dann von denen gewone-shottet werde. Und mich dann darüber beschwere, dass der nicht balanced ist. Also da kommt auf einmal der Awakening Moment, ne? Da müsste jetzt eigentlich genau der Leak-Song reinkommen. Den Song habe ich damals auch völlig missverstanden. Ich dachte ja, es geht da irgendwie um eine tiefere Botschaft. In Wahrheit, der Typ wollte da einfach nur sagen, Alter, wenn du nachts Solo-Queue spielst, werd einfach wach, dann ist das ein Free-Win. Das sind ja am Ende immer noch NA-Player, ne? Ob der jetzt müde bist oder nicht. Das ändert sich ja nicht aktiv. Komm. Shaco. Ich kenne dich doch. Da geht ja noch was. 23, 24. Arsch! Oh shit, von wo kommst du denn, Bruder? Schwere Kiste. Jetzt verbrenne ich natürlich jetzt hier, oder was? Habe ich gerade das Minion bekommen? Na gut. Will ich noch eine Runde fighten gegen die? An sich ja, ne? Komm, Gangplank, flankiere ihn. Der hat der Gangplank seine Hidden Passive Rechtsklick aktiviert. Und schwuppdiwupp war Mister, ich dreh mich dreimal im Kreis, relativ schnell tot. Okay, ja, was ist denn jetzt bei dir los? Sag mal. Kollegen. So, wie lange muss ich denn jetzt warten auf meine Dragon Soul? Ach, oh, das Dragon Soul. Was passiert jetzt? Warum ist der nicht CC'd? Ach du! Jumpscare. Bin ich ehrlich, habe ich überhaupt nicht kommen sehen. My bad, sorry. Da bin ich viel zu tief drin. Das ist aber natürlich auch ein schöner Two-Shot.
My fault. Da sind die Leute natürlich auch schon wieder auf den Barrikaden, ne? APG Just Johnny hat einen Fehler gemacht, da ist natürlich der Metal Breakdown jetzt auch erstmal stark. Oh yes, baby! Yes. Was my yes. fault. Venom! So, ist es der echte? Bisschen weirder Account-Name, ne? Ich überlege, ob wir direkt Rabadons gehen oder ob wir hier tatsächlich einen Voidstuff brauchen. Hättet ihr Lust, ADC zu spielen? Die Antwort hierauf ist nein. Wenn die Antwort ja ist, geht zum Arzt. Habe ich den nicht ignited bekommen? Oh yes, baby! Ja, yes. Wie habe ich denn... Warte mal. Wie habe ich denn das gemissplayed? Also offensichtlich ordentlich, aber trotzdem. Muris Mo, 98, vielen lieben Dank für deinen Sub. Ich bin jetzt hier bald auch durch. Du kannst dich schon mal in Startposition begeben. Ganz schwierige Kiste. Ich sehe, wie lange brauchst du? Ja, was will der Junge mir denn jetzt hier erzählen? Der wird ungeduldig. Ich habe ungefähr 70 Jahre auf mein Essen gewartet. Da kann er wohl jetzt ja wohl mal 5 Minuten warten, dass ich hier in der Solo-Queue... Oh, yes, ne? Wenigstens baby. Verliere ich nicht. Die yes. Divinia, vielen lieben Dank für deinen Sub. Sehr, sehr freundlich. Ich meine, der alleine in der Solo-Queue ist, der hat er ja verloren. Da denkst du, was ich da dumm geguckt habe? Da komme ich wieder, da hat er 2 Games gedroppt. Jetzt soll erstmal ein paar Tacos schmausen. Finde ich genau die richtige Einstellung hier vom Twitch-Chat. Apropos, was passiert hier? Gewinnt mein Team gerade einfach? Schwierig. Da haben wir leider unseren ADC ganz kurz vergessen, Frau Jenna. Wir naschen. Übrigens mein... Kurzfristig jetzt mein... Double Magic Pen aufgegeben. Boah, wenn man die ganze Zeit 10 Souls hier das Deck hat und sie dann nicht mehr hat, tut das schon weh, was die Movement Speed angeht. Ah, der Triumph, ne? Probably won't even die. Guck mal jetzt. Bay 3000. Ah, manchmal funktioniert das. Ah, oh, der Pure. Achso, du auch noch. Das ist natürlich eine smarte Idee, Xerat. Oh, what? Na gut. Ah, komm. So ein Raid-Boss darf man auch mal alle Ultimates hier das Team hat rausdonnern. Ja, da habe ich das Ding mal Huckepack genommen. Und da wird das jetzt hier auch mal schön gefinisht. Ah, wird's doch nicht. Nevermind. I regret what I just said. Erstmal Elder. Warum funktioniert die Elder Pistol denn nicht gegen Blue Buffs? Finde ich einen wichtigen und völlig nötigen Elder Buff. Ja, da will der Z mal wieder gucken, ob er Auto-Attack werden kann. Die Antwort ja. Wird ihm nicht gefallen. Spiegelt aber leider die Wahrheit wieder. Ja, komm, irgendwann muss er runterkommen. Okay, warte mal. Habe ich jetzt was geholtet? Nee. Wo ist er? Da ist er. Schwierige Ausgangslage. Ja, wunderbar. GGWP. Holy shit. HSE durch ein B.
Hätte ich gewusst, dass er sich so nennt, hätte ich früher umgedreht. So, am Ende des Tages hab ich das Ding geholt, ne? Achso, ich habe Freddy gesucht, aber der war ja gar nicht da. Okay, die sind beide einfach Idioten. Whatever. I don't mind. Attacke. Ja, Chris, den Jolly. Oh, krass. Oh, tja, ganz vergessen, dass du reden kannst. Hi. Ja, Chris, Wo ist mein OBS hin? Da unten ist es.